Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Mods kurz vorgestellt, wobei das heute nicht ganz stimmt. Ich will nicht das Mod an sich vorstellen, sondern eine bestimmte Funktion. Und zwar geht es um Thralls Are Alive. Ich habe das Mod ja, oder die Mod, schon in einer anderen Folge vorgestellt. Und der Hauptschwerpunkt von Thralls Are Alive ist der, dass man die Begleiter, die man hier im Zuge seiner Expansion zu Freunden gemacht hat, um das mal vorsichtig zu sagen, hier auf dem Rat der Freundschaft, dass die nicht bloß blöd rumstehen, wenn man sie nicht als Begleiter hat, sondern dass sie eben eine Funktion ausüben. Man kann sie auf Patrouillengänge schicken, das habe ich ja in der Hauptfolge zu Thralls Are Alive gezeigt, aber man kann sie auch Ressourcen sammeln lassen. Wie man hier sieht, mit dem Luftpickel schlägt sie auf den Eisenknoten hier ein und die hier tut mit der Luftaxt auf den Stamm einprügeln. Wie funktioniert das? Das ist gar nicht so einfach. Ich habe also relativ lang rumexperimentiert, habe zigmal die Beschreibung auch noch mal gelesen, aber irgendwie bin ich nicht ganz klar gekommen. Also, Nummer eins ist, ihr braucht eh Thralls. Wenn ihr Thralls habt, braucht ihr Betten und hier geht's los. Ihr müsst E gedrückt halten auf Leadership, auf Debug und geht natürlich nicht, weil ich nicht Admin bin. Kleiner Moment. Also, Einstellungen, so, Voroptionen, mach mich zum Admin. So, ich bin im Solo-Game, da kann man das schnell machen. Also, Leadership, Debug, Settings. So, jetzt stört hier dieses Radialmenü. Einfach hier ganz normal abbrechen, nicht Escape drücken, weil das Escape wirkt zwar für das Radialmenü, was drüber liegt, schließt aber auch dahinter die Geschichte und da wollen wir aber ran. Ihr müsst hier diesen Haken setzen. Experimental Resource Gathering. Und ich gebe euch gleich den Tipp, haut hier mal den Faktor auf 1,0. Der steht defaultmäßig auf 0,5. Mein Eindruck ist, je höher der. Also ich habe der Eindruck. Korrigiert mich, wenn ihr was Besseres wisst. Je höher der Wert, umso besser. Es steht nirgends, leider. So, ich habe noch hier Enable Offline Resources gemacht, da weiß ich noch nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Gedacht, klingt aber ganz gut. Offline Resource klingt so, als wenn ich nicht online bin, auf einem Server, das dann meine Thralls trotzdem weiter sammeln. Hier im Solo-Game hat es natürlich keine Auswirkungen. Dann hat man hier die Standard-Settings, wann endet die Nacht morgens um 6, wann geht der Abend los um 18 Uhr. Und dann der Worker-Resource-Tick, da weiß ich auch noch nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber ist mal egal. Das heißt, das hier auf 1,0, den Haken hier setzen. Und hier, den könnt ihr setzen, wenn ihr Server-Admin seid, dann könnt ihr den auf jeden Fall setzen. Ansonsten, wenn ihr Solo-Game spielt, bringt der nichts. Hier werden wir nachher nochmal reinschauen. Merkt euch schon mal, hier steht 120. Das sind 120 Sekunden, sind 2 Minuten. Das ist ein wichtiger Bereich, den brauchen wir nachher noch. Okay, das safen wir dann, wenn wir das geändert haben und schließen. So, das ist mal die erste Voraussetzung. Das zweite, was ihr braucht, ist, ihr müsst ein sogenanntes Town Center herstellen. Das macht ihr ganz normal an der Dingsbumsbank hier, an der Werkbank. Town Center, Town Center, Town Center. Hier, das ist Town Center, braucht ihr. Und ihr könnt gleich die Resource Station, könnt ihr auch schon herstellen. Die zwei braucht ihr auf jeden Fall. Und dann braucht ihr für die Ressourcen, die ihr abbauen lassen wollt, eben hier solche Ressourcen, Arbeitsplätze, hier für Eisen, für Holz und für Stein. Habe ich das mal gemacht? Stein, 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 hier. Und diese Plätze, wir können mal hier schnell was Neues machen. Brauche ich 100 Rinde. Ich cheat mir das mal schnell zusammen. Rinde. 100 und Klick. So, die schmeiße ich da rein. Und jetzt kann ich hier einen Rindensammelarbeitsplatz machen. Den ziehe ich mir hier rein. Und den kann man jetzt aufstellen. Das ist jetzt hier auch ein Baum, wie ihr seht, so wie diese kleine Palme hier. Die stelle ich mal hier einfach hin. So, hier kann Rinde gesammelt werden. So, wir haben jetzt dann dieses Town Center aufgestellt. Wir haben die
Resource-Station aufgestellt. Die könnt ihr übrigens umbenennen, hier ganz normal, damit ihr die nachher wiederfindet. Jetzt habt ihr einen Begleiter hier und ich cheat jetzt mal mir einen her, damit ihr seht, wie das funktioniert, wenn ihr einen neuen Begleiter habt. Administrator-Menü, Cheat-Panel, NPC spawnen und dann nehmen wir einen Exile. Exile, na, Fighter. Und dann nehmen wir einen Dreier. So, gönnen wir uns was und den holen wir uns gleich als Konvertierten. Ja. Und zwar nehmen wir einen Cimmerian. So, den haben wir jetzt hier. Der steht jetzt so dumm in der Landschaft. Und ist jetzt ein ganz normaler, den hätten wir jetzt vom Rad geholt. So, den gehen wir jetzt hier und sagen, folg mir. Und jetzt gehe ich hier auf Town Center. Nee, halt, jetzt braucht der natürlich einen Schlafplatz. Ein Folded Thrall Bed. Auch das cheat ich mir schnell her. Folded. Ja, wenn man es richtig schreibt. Thrallbed, da haben wir es schon. So. Stelle ich hin. Der ist im Folgemodus. Jetzt gehe ich hierher und sage Leadership und ich gehe her. Assignment. Assign Bed. Jetzt kommt hier rechts Cimmerische Verband der 3 Assign successfully. Das heißt, der ist jetzt diesem Bed zugeordnet und den gibt es jetzt. Jetzt gehe ich hier an das Town Center, gehe hier auf Towns Beacon, gehe hier auf Open Assignment UI. Und jetzt seht ihr hier, jetzt habe ich hier den Cimmerischen Verbannten. Der ist out of town und den swap ich jetzt in die Stadt hier rein. Das ist wichtig, der muss hier in der Stadt sein, zugeordnet sein. Und dann gehe ich hierher und hab jetzt hier den. Da sage ich, okay, der soll schlafen, der soll arbeiten und er soll idle sein. Ja? Und wo soll der arbeiten? Ich klicke hier auf die Lupe und kann ihm jetzt sagen, idle soll er hier bei dem Fass, was ich da draußen habe. Patrouille macht er nichts. Und arbeiten soll er an der Waterfront. Und das apply ich, das und das. Jetzt habe ich meinem Cimmerischen Verbannten 3, dem ich auch einen Namen hätte geben können, gesagt, er soll, wenn er nichts tut, hinten an dem Fass rumlungern. Wenn er was tut, nämlich arbeiten, was ich ihm hier zugewiesen habe, dann soll er bei der Arbeitsstation Waterfront sich melden. Und das ist die hier. So, und ich habe jetzt hier einen Steinknoten, einen Eisenknoten, eine Holzsammelstelle und hier ja die Rinde. Die Rinde ist noch nicht in Betrieb. Ich gehe jetzt hierher, wieder E gedrückt halten und sage Initialize und guck mir jetzt an, was er denn gefunden hat. Und er hat noch nicht meinen Rindenarbeitsplatz gefunden. Jetzt muss man mal hier, jetzt sage ich mal Initialize. Und zwar gehen wir Toggle Sphere. Ich gucke mal, wie groß die. Ah, die ist relativ klein, die Sphere. Okay. Dann gehe ich hier rein und sage, er soll groß machen. Und wir sehen jetzt hier sieht man dieses Gitter. Das heißt, da ist auf jeden Fall mein Rindenbaum mit drinne. Jetzt gehe ich nochmal hierher und suche Stone Wood Bark. Er hat ihn gefunden. Gerberei habe ich ausgeX. Da sollen die. Ich weiß nicht, warum der auch Arbeitsstationen findet. Keine Ahnung. Muss ich mal separat angucken. Im Wesentlichen geht es mir jetzt erstmal um die Ressourcen und Safe. So, jetzt sollte man meinen, dass wir hier unter anderem auch Rinde sammeln. Tun wir aber nicht. Warum nicht?
weil wir noch keine Referenzgröße haben. Und das ist, wo die 120 Sekunden zum Zuge kommen. Ich muss wieder hier in Town Center gehen, muss wieder auf Town Speaking gehen und gehe jetzt hier auf Prospecting. Und jetzt kann ich hier sagen, Bark. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Ja. Okay, alles ist in Ordnung. Jetzt startet es gleich. So, Prospecting starting now. Habe ich gedacht, okay, lassen wir den mal suchen. Sage euch gleich, ich beam mich kurz hier hoch. Aber der sucht nicht wirklich, sondern das wird jetzt aufgezeichnet, was wir sammeln. Das heißt, das ist die Referenz, was nachher die Thralls überhaupt sammeln können, ist, was ich jetzt sammle, und zwar in diesen 120 Sekunden, die dort hinterlegt sind. So, und ihr sagt jetzt ja, halte mal, was ist, wenn das auf einem Surfer ist, da bin ich ja nicht Admin. Und wenn dann hier die nächste Gegend, wo ich sinnvoll Rinde sammeln kann, ewig weit weg ist, dann kriege ich da ja nichts. Und da kann ich sagen, jo, stimmt. Das finde ich ein Mordschwachpunkt an dieser Mod. So, ich kann jetzt hier noch gerade weiter Rinde sammeln, weil es geht hier wirklich drum. Der zählt jetzt einfach die Rinde, die ich in 2 Minuten sammeln kann. Und diese Rinde, die ich in 2 Minuten sammle, ist die maximale Anzahl von Rinde, die meine Thralls, egal wie viel, an einem Spieletag sammeln können. Und jetzt werdet ihr wieder sagen, ja, halte mal, wenn ich zum Beispiel an meinen Settings was geändert habe, dass Tage eben länger sind, was ich zum Beispiel auf einem, in einem anderen Gameplay habe, da dauert ein In-Game-Tag circa 1 Stunde. Das heißt, wenn gegenüber dem normalen Spiel, wo der Tag circa 30 Minuten dauert, ich das hochsetze auf 1 Stunde, dann würde ich ja in doppelt so viel Realzeit das gleiche sammeln wie in der Hälfte der Realzeit auf einem anderen Server. Stimmt. So, ihr seht, ich habe jetzt 401 gesammelt. Und habe jetzt hier so einen Prospecting-Note bekommen. Und diesen Prospecting-Note, den gebe ich jetzt in der Stadt ab. So, und ihr seht jetzt 401. Und wenn ich jetzt hier reingehe und mir diese Zahlen anschaue, dann sehen wir hier unter Rinde 401. Und das sind die Werte, diese Werte, die ihr über Prospecting gesammelt habt, ja, die ihr maximal an einem Tag sammeln könnt. Das persönlich finde ich einen enormen Schwachpunkt. So, dem sage ich jetzt hier einfach, okay, brauch dich nicht mehr folgen. Das ist schön jetzt, der geht jetzt hier, steht zwar oben jetzt kundschaftet, da ich ihm aber ja zugewiesen habe, dass er arbeiten soll, seht ihr, zieht er los und sucht sich einen Arbeitsplatz. Ja. Was ich schade finde, ist die Luftnummer hier, dass man scheinbar nicht in der Lage ist, den hier wirklich jetzt ein Werkzeug in die Hand zu geben. Und der da drüben sammelt jetzt Holz und irgendwann geht mal auch einer her, und wird dann hier so tun, als wenn er mit einem Pickel oder was auch immer auf den trockenen Dingsbums da rumhaut und mir Rinde sammeln. Ihr habt die Möglichkeit, wenn man mal hier in das Prospecting reinschaut, Kohle, Brimstone, normales Fell, dickes Fell, Eisen und Stein zu sammeln. Eisen, Stein, Holz ist kein Thema. Rinde wäre jetzt auch nicht zwingend notwendig gewesen, dass ich hier zu dem Trocknen hochgehe. Da, wo die trockenen Bäume stehen, da ist der Ertrag halt etwas höher. Aber wäre jetzt nicht notwendig gewesen. Aber schon bei Eisen geht's los.
Wenn man hier in der Nähe kein Eisen hat, man schafft es eigentlich fast nicht in 2 Minuten irgendwo hinzukommen. Und das finde ich etwas schade. Also, das heißt, ich müsste jetzt, wenn ich mit meinen Gefährten, die ich momentan nicht brauche, sinnvoll Eisen abbauen möchte, müsste ich hergehen und zum Beispiel hier oben irgendwo zumindest eine kleine Station machen, oder wo ja auch ein ganz guter Platz ist, ist hier hinten, wo ich, und zwar es geht ja im Wesentlichen darum, was ich dann von dieser Station aus, ich muss einen Townsender bauen, ich muss zu dem Townsender eine Ressourcenstation bauen. Das Townsender ist wichtiger, dass es nahe an den Ressourcen ist, wie das Ressourcensender. Und da beißt sich's für mich schon die Logik, aber ist mal egal. Ich brauche das Townsender so nah dran, dass ich eben innerhalb der auf dem Server gültigen Zeit, 2 Minuten, 5 Minuten, was auch immer, es schaffe, hier zu starten, dann zur Ressource zu reiten, dort so viel Ressourcen abzubauen wie möglich, bis diese Zeit, die eben losläuft, sobald ich hier starte, zu sammeln. Am Ende der Sammlung bekomme ich dann so ein Dokument ausgehändigt. Dieses Dokument, da kann ich in aller Ruhe zurückreiten, steckt es hier rein und es zählt. Mein Gedanke war, ja gut, dann sammle ich einfach mehrere solche Dokumente und stecke die da rein. Dann würde ich jetzt zum Beispiel immer wieder, da drüben ist ein Eisenknoten und da ist ein Eisenknoten, würde ich die 2, 3, 4 Eisenknoten hier sammeln. Wenn ich die Summe zusammen habe, würde ich die hier reinschmeißen und dann jedes Mal das aufaddieren. Pfeifendeckel. Ja, das geht so nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen neuen, das machen wir jetzt gerade mal, ja, für die Rinde können wir es machen, ist eh egal. So, ich sage jetzt hier, ich will ein neues Rindensammeldingsbums machen. Startet gleich. So, wir hatten vorher 401. Okay. Er hat es mir nicht angenommen, weil ich bereits von dieser Ressource, die ich ja messen möchte, im Inventar hatte. Also lade ich das ab. Dann starte ich hier nochmal. Prospecting, gehe wieder auf Bark. Dann kommt okay, startet in 5 Sekunden. Checking, everything is right. So, und jetzt geht's los. Und jetzt sammle ich hier einfach 5 Minuten lang Rinde, 2 Minuten lang Rinde. Und ihr wisst ja vorher, ich hatte 401, war die Marke, die ich vorher erreicht habe. Wie gesagt, spielt es eh keine allzu große Rolle. Ich habe auch nicht viel Mods aktiv, also das muss man auch gleich dazu sagen, wenn ich solche Mods ausprobiere. Und mir auch nicht sicher bin, ob ich sie denn behalten werde. Schaue ich immer, dass ich Halbzeit, das heißt, 1 Minute ist rum. Wie viel haben wir schon gesammelt? 179, also ihr seht, ich komme bei weitem nicht auf die Zahl, die wir vorher hatten, aber ich mache es einfach mal fertig. Das müsste dann gleich rum sein. So, lassen wir gut sein, 365. Ich will nicht das Ding von vorher reißen.
Ich will euch zeigen, was passiert, wenn man dann eben jetzt im zweiten Durchgang weniger gesammelt hat. So, Prospecting finished, you gathered 365. Und wie gesagt, ich war jetzt der Meinung, okay, cool, dann haue ich die jetzt auf den Bestand drauf und kann so das Maximum vergrößern. Und hier updated max resources for town 365. Hä? Das heißt, ich kann hier halt falsche Baustelle. Und jetzt sind wir hier 365. Das wäre, wenn ich jetzt, wie gesagt, das addieren würde, indem ich dann wirklich immer mehr hinzufüge. Okay. Keine Frage, dann wäre das in Ordnung. Aber so, meh, nee. Also, A ist es ein, ich sag mal salopp, an einem Tag, das heißt eine Stunde, innerhalb von einer Stunde, können meine Thralls eben hier maximal 1033 Holz, maximal 1500 Stein. Maximal 770 Eisen. Da habe ich auch gecheatet. Da bin ich, habe ich mich hier hochgeportet und bin einmal hier lang gerannt, 2 Minuten, bin ich mal, glaube ich, habe die Ecke hier abgegrast. So. Und kriege jetzt einmal am Tag 770 Eisen. Mäh, das ist schlecht. Ja. Und der Faktor, den ich einstelle, der bedeutet ja nur, wie schnell und wie effizient meine Leute von diesen maximal 770 Eisen am Tag dann wirklich was abgraben. Und jetzt sieht man hier, einer arbeitet gerade auf Stein, einer arbeitet auf Holz, einer arbeitet auf Rinde. Das funktioniert ganz gut. Man sieht hier, wo die eben arbeiten. Und man sieht auch, was habe ich das letzte Mal gesammelt, was liegt hier noch im Speicher rum. Idee gut, auf jeden Fall, gar keine Frage. Gefällt, ist ein bisschen holprig, bis man rankommt, finde ich jetzt, aber sei es drum, wenn man weiß, wie man vorgehen muss, ist es eigentlich wirklich nur durchklicken und dann ist es okay. Nutzen nicht nennenswert. Nö. Muss man einfach so sagen, sorry, keine Chance. Das Ding ist viel zu dünn, als dass es wirklich sinnvoll einen entlasten kann in Bezug auf das Grinden, was das Spiel sonst von einem abfordert. Ich habe zwei andere Mods vorgestellt. Das eine ist Base Mud Worker und das andere ist Conscripts. Beide sind ein Fokus darauf, dass eben gesammelt wird und das machen sie deutlich besser. Also wer hier das Grinden reduzieren will, ist auf eine andere Mod angewiesen. Da taugt die nicht dazu, meiner Meinung nach. Korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber das, was wir hier an Obergrenzwerten innerhalb von standardmäßig 2 Minuten erreichen können, meh. Die andere Sache ist, ich könnte jetzt als Admin sagen, okay, wir setzen das hoch. Mal übertrieben gesagt, eine halbe Stunde. Du kannst eine halbe Stunde lang Material sammeln. In dieser halben Stunde, das, was du da zusammenkriegst, ist dann das Tageslimit. Dann kannst du auch sinnvoll mehrere Thralls eben einsetzen. Du kannst dann eventuell sinnvoll mehrere von diesen Knoten irgendwo hinstellen, damit da abgebaut wird. Dann könnte ich mir das vorstellen, dass man dann wirklich sagt, okay, eine halbe Stunde. Was da gesammelt wird, das könnten ein paar tausend Eisen sein, das könnten ein paar tausend Steine sein. Also wirklich nennenswerte Größen. Und man könnte da dann im Endgame zum Beispiel mit einem Portal arbeiten, sich irgendwo in der Nähe beamen, wo wirklich dick die Ressourcen rumstehen, damit ich sie dann auch den Weg dorthin mir schon spare, die 2, 3, 4, 5, 10 Minuten, bis ich dann an der ertragreichen Stelle bin, um dann zum Beispiel eben eine halbe Stunde zu sammeln. Und ich sage mal, eine halbe Stunde mit einem guten Werkzeug
Wenn wir dann mal auf Sternmetall-Level ist, da kommen wir dann schon in eine Größe, wo ich sage, halbe Stunde sammeln hier in der Gegend, selbst mit Hinreiten, ich würde mal sagen, so zwischen 4 und 6.000 Eisen. Und dann sind wir aber genau an dem Punkt, das ist dann die Obergrenze dessen, was alle meine Thralls zusammen an einem Tag sammeln können. Da würde ich mir wünschen, dass die Mod dahin geht und sagt, okay, du kannst hier sagen, Prospekt starten. Ja, hier. Wenn ich hier starte, wird ein Item generiert. Das Item habe ich jetzt im Inventar. Mit dem Item reite ich an die Stelle, wo ich sammeln möchte und benutze es dann, starte dann vor Ort an der Stelle, wo ich sage, hier soll jetzt der Counter losgehen. Und dann kann ich als Admin sagen, okay, ich gebe euch 15 Minuten zum Sammeln. 15 Minuten, wenn ihr direkt an der Quelle seid, wo ihr viel sammeln könnt. Das sollte langen und dann kommt man da auf nennenswerte Größe. Im Verhältnis, wenn ihr das mal so seht, ich komme beim Conscript, da setze ich Material ein, aber ich komme dort ganz locker flockig innerhalb von einer halben Stunde, würde ich mal sagen, auf zum Beispiel 1500 Brimstone. Ja. Ich käme jetzt hier aktuell, wenn überhaupt, ich müsste rüberreiten, mich durchmetzeln, keine Chance, in 2 Minuten, das könnt ihr vergessen. Also da fehlt noch das Balancing ein bisschen. Ansonsten, coole Idee. Akzeptable Umsetzung. Wie gesagt, wenn ihr dran denkt, hier, ihr kommt in die Settings rein, indem ihr hier ans Bett ge geht, auf Leadership, auf Debug und dann auf Settings. Dann hier irgendwo jetzt hier rechte Maustaste auf eins der Icons, damit er zurückgeht. Dann hier auf Abbrechen. Jetzt ist der Greis erst weg und jetzt könnt ihr hier entsprechend die Einstellungen vornehmen. Zum Mod selber noch ganz kurz. Ich will euch noch auf der Mod-Seite zeigen, wie dort der Vorgang beschrieben ist. Mods, 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 Mods. Da sind Mods. Genau. Dann muss ich aber hier auch drauf. So, hier, das ist die Seite Trials are Alive. Und hier unten ist dann Explanation. Resource Gathering. Also, enable Resource Gathering in Admin UI. Da bin ich schon am Anfang gescheitert, weil ich keine Ahnung hatte, wie komme ich dort überhaupt hin. Dann Build Town Sender haben wir gemacht. Assign with Assignment UI. Thralls to Town haben wir gemacht. Build Resource Station haben wir gemacht. Build Resource Spot haben wir gemacht. Assign Initializing Resource Station haben wir gemacht. Assign Thralls via Officer Desk to the Resource Station, haben wir gemacht. Thralls are now gathering Resources. Und das stimmt nicht, weil ich muss zuerst das Prospecting durchmachen. Ja, das ist Voraussetzung. So, go to Town Center, select Resource you want to prospect with real, bla bla bla. Gather as much as resources as possible in time. After time is over, go back to Town Center and place the prospected order into the Town Center. Also zurück, reinlegen und das ist das Max Limit is now adjusted. Und zwar eben genau dieser eine Run. Finde ich persönlich, wenn das sich addieren würde, könnte man mit den 2 Minuten arbeiten. Das wäre okay. Ja, weil dann könnte man über Zeit das sich zusammenstupfen, auch bei den Ressourcen, die eben nicht so üppig sind in der Gegend. Keine Frage, kriegen wir hin. Das wäre eine Idee. Oder eben dann mit einem Start-Token im Inventar, damit ich in die Gegend gehen kann. Und dann muss man sich überlegen, ich gehe mal zurück ins Gameplay. Und dann muss man sich auf jeden Fall überlegen, inwieweit man dann diese Werte anpasst. Wie gesagt, ich bin von 0,5 auf 1,0 schon hoch. Das verändert nichts an der maximalen Anzahl dessen, was gesammelt werden kann. Es verändert nur, wie viel meine Kollegen eben sammeln, wenn sie
Ja, das ist auch was, warum die da hingehen. Wenn wir jetzt hier schauen. Hier, da wird alles Mögliche hier aufgelistet, wo die von dieser Location aus sich sozusagen treffen. Ja, das Lagerfeuer können wir drinnen lassen. Einfache Ratterschmerzen weg, Gerberei weg und safe. So, jetzt müssten die da wieder weglaufen. Das Blöde ist, mal gucken, vielleicht kommt der Dicke rein. Hier, ihr werdet es jetzt gleich sehen, die probiert jetzt reinzulaufen. Ups. Mal kurz hier den Störenfried down machen. So. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Und sie steht vor der Türe. Und ihr seht auch von der Höhe her, passt eigentlich. Sie müsste durchlaufen können. Und der kommt garantiert durch. Pass auf. Jetzt tun wir den hier mal kurz weg. So. Schaut euch an. Wir sehen es hier. Der müsste durchkommen. Tut's aber nicht. Das heißt, der steht jetzt hier auch in der Tür. Der wird jetzt wahrscheinlich zum Lagerfeuer gehen wollen, um zu chillen. Man kann solche, das ist so ein Teppich, den ich da hingelegt habe. Da tanzt die Anna jetzt. Aber die anderen wollen jetzt ans Lagerfeuer zum Chillen. Und keine Chance. Ja, weil sie durch die Türe nicht durchkommen. Das ist doppelt ärgerlich, weil natürlich zum einen die jetzt hier wirklich die Türe blockieren. Und zum zweiten natürlich auch die Animation jetzt nicht kommt, die man eventuell ansonsten hätte. Das muss ich mal ganz kurz gucken. Ist da Tempel? Der Tempel ist jetzt gar nicht aufgeführt. Ja? Ich könnte jetzt hier sagen, okay, einfaches Rad der Schmerzen. Das können wir raus. Den Rest lassen wir und dann tun wir mal das Lagerfeuer raus. So, und jetzt müssten sie sich umdisponieren. Irgendwann greift's. So, die geht jetzt zum Rat der Schmerzen. Aber ja. Okay. Bisschen mehr. Okay. Jo, das war's für diese Mod Thralls Alive Spezial Gathering Resources oder Resource Gathering. Ressourcen sammeln. Wenn euch die Erklärung, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt Kommentare, würde mich interessieren, was ihr von der Mod haltet. Wie gesagt, für mich Alternative hier, wenn es wirklich um Sammeln von Ressourcen geht, ist auf jeden Fall Conscripts ganz vorne und fast gleich auf Base Mud Workers rein zum Sammeln. Diese Einstellung nicht ausreichend. Zum Beschäftigen der Thralls, ja. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Channel, dann könnt ihr die Bimmel aktivieren, dann kriegt ihr mit, wenn ich wieder was hochlade. Außerdem tut ihr mir was Gutes, würde mich natürlich auch freuen. Und ansonsten wäre es cool, wenn ihr einfach in der nächsten Folge mit dabei seid. Wieder mit dabei seid, hier in Conan Exiles. Mods kurz vorgestellt oder gerne auch mal im Gameplay vorbeischauen. Aktuell Exiled Lands, Age of Sorcery Gameplay mit Mods. Oder auch Isle of Scepter, Age of Sorcery Gameplay mit Mods. Einfach vorbeischauen. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye bye.